Und ich werde in 5 Minuten ungefähr abgeholt. Und wir haben uns überlegt, wir machen was zusammen. Ja, das neue Album von Beyoncé ist raus. Also wir wollten euch jetzt noch unsere Ausbeute zeigen. Das ist unangenehm, ne? Halt die bloß fest. Lass es nicht ins Wasser fallen. Machen wir noch einen kleinen Produkttest zusammen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar ist Ostern und ich dachte, ich nehme euch einfach mal ein bisschen mit. Wie immer verbringe ich aber sehr viel Zeit mit Familie und Freunde und deswegen wird es wahrscheinlich auch wieder kein ewig langes Video, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem. Und der Freitag, das ist nämlich heute Karfreitag, startet schon richtig schön und ich gehe mit ein paar Freundinnen brunchen und ich bin sehr gespannt. Ich fand es auch irgendwie total süß, dass ihr dann schon so direkt nachgeguckt haben, ob es auch was Veganes gibt. Das ist irgendwie immer total lustig. Und ich freue mich da sehr drüber und ich freue mich da auch sehr drauf. Und ich werde in 5 Minuten ungefähr abgeholt. Deswegen mache ich mich mal jetzt ready und dann sehen wir uns gleich wieder. Wieder zurück von meinen Großeltern. Es war richtig schön, meine Oma hat extra beim Bäcker nach einem veganen Kuchen für mich gefragt und hat mir dann so ein Stück Rüblikuchen, der vegan ist, gekauft. Das war irgendwie richtig süß. Also da hat die extra an mich gedacht und es war auch richtig lecker. Und jetzt treffe ich mich noch mit Freundinnen und wir machen zusammen Pizza und ich habe dafür eingekauft. Wir machen vegane Pizza und ich bin mal gespannt, ob das schmecken wird und ich freue mich sehr. Willkommen zurück. Im Glück. Heute ist Ostersamstag. Wir haben uns überlegt, wir machen was zusammen. Und jetzt müssen wir also für Christos Papa noch einkaufen. Und dann fahren wir vermutlich Richtung Holland. Mal schauen. So, wir haben uns jetzt was zu essen gekauft. Ich habe noch Pizza von gestern. Und jetzt bringen wir die Einkäufe weg. Und dann geht's los. Ja, das neue Album von Beyoncé ist raus. Das wird jetzt erstmal gehört. Bewertung folgt. So, wir sind jetzt da. Juhu. Haben das ganze Album durchgehört. Was ist unser Fazit? Überraschend anders. Anders. Anders als erwartet. Vielleicht muss man es nochmal hören. Oder was anderes hören. Ja, es sind coole Lieder aber dabei. Ich fand 2 auf jeden Fall ganz cool. Ja. Aber nur das mit Miley Cyrus, weil ich Miley Cyrus liebe. Jetzt gehen wir mal in den Blumencenter, ne? Shopping. Shopping, Blumenshopping. Und? Ja, schön. Schöne Stadt, lecker Essen, netter Ausflug. Netter Ausflug nach Venlo. Chrissy hat schon eine ordentliche Ausbeute. Mama mia. Achtung, Laternenpfahl. Cool. Also wir wollten euch jetzt noch unsere Ausbeute zeigen. 2 Blumensträuße einmal für Christophs Mama und für meine Mama. Und einen Blumenstrauß für uns. Lavendel mit hier so einem richtig schönen Topf. Lavendel mit Topf. So einen schönen Topf. Und noch einen kleineren, finde ich auch sehr süß. Das ist auch noch für Mama und deine Mama. Seife. Ein schönes Trinkgefäß. Neue Karaffe, weil als ich jetzt Geburtstag gefeiert habe, ist mir auch gefallen, dass wir gar nicht so viele Karaffen haben. Oder wir benutzen die auch immer gerne als Blumenvase. Dann haben wir Servietten. Einmal Larve und einmal Kaktus. Kaktus ist mein Favorit. Dann haben wir hier für draußen so eine Outdoor-Lampe. Die kann man dann halt durch Touch bedienen, muss man halt aufladen. Aber die können wir uns dann, wenn wir wieder mehr auf dem Balkon verbringen können, mehr Zeit, können wir uns die da hinstellen. Auch sehr süß. Und auch so für den Balkon eine Outdoor-Lichterkette. 10 Meter, die werden wir dann auch irgendwie befestigen, ne? Mal gucken, wie. Dann habe ich noch Schuhimpräginierspray und Schuhsaubermachtücher.
da ist er. Der Schuh. Mhm. Für drinnen und für draußen. Nee, nur für draußen. Hier drin keine Schuhe. Das ist unangenehm, ne? Nein. Und zwar ist es dieser hier. Und 44. Das ist dieser Schuh. Die werden aber nicht zusammengetragen. Dann waren wir noch ein bisschen Kleidung shoppen. Also ein Pullover hat Chrissy sich zwei und ein T-Shirt. Shirt. Dann habe ich mir hier so eine ganz entspannte Hose geholt für den Sommer und auch für den Urlaub vor allem. Da dachte ich mir so kleine süße karierte Socken, weil ich gerade so auf dieses Schachbrettmuster stehe. Und weil wir in Santa Barbara waren, fand ich das auch ganz süß. Und ich stehe auch aktuell total auf diese Außerhalbnähte. Das. Und dann haben wir eigentlich noch Essen geschafft, weil wir machen uns jetzt was zu essen. Christoph macht sich einen Ofenkäse und ich mache mir einen, weil ich habe das auch schon mal vegan ausprobiert, das fand ich nicht ganz so geil, mache ich mir einen Cashew-Cheese-Dip und einen Hummus. Und dann müssen wir auch noch für morgen Ingwer-Shots vorbereiten und einen Smoothie, hat sich Mama von mir gewünscht, dass ich den mitbringe und mache, weil wir nämlich morgen frühstücken sind bei meinen Eltern. Das ist für dich gewünscht. Jetzt erstmal an mit den Ingwer-Shots, weil die mache ich hier in diesem Gerät. Lass es wirklich ins Wasser fallen, ne? Halt dich bloß fest. Lass es nicht ins Wasser fallen. Knack. Einfach hochwerfen. Der Wind vertreibt schon. Wie viel habt ihr denn? 6, 7. Aber wenn ihr meint, die andere Seite auch noch... Wie ist denn? Oh, ein rotes Ei. Ah, ein grünes. Da ist ein Stock. Hä? Oh Mann. Fehlen noch drei. Thank you.
kalter Kopf mit der Kumpel gesagt. Melone? Nee, Entschuldigung, nee. Guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Ein neuer Tag, Ostermontag. Und bitte ignoriert kurz meinen Look. Ich bin gerade erst aus dem Bett gefallen, habe das Auto bei meinen Eltern schnell geholt. Gleich bekommen wir wieder Besuch von Christophs Mama. Wir haben dafür nicht so richtig eingekauft. Wir gehen nämlich eigentlich abends essen. Aber vorher spielen wir hier noch ein bisschen was und verbringen so ein bisschen den Nachmittag hier. Und deswegen dachte ich mir, irgendwie so ein Kuchen wäre eigentlich ganz cool. Und deswegen seht ihr mich jetzt auch so, weil ich das nämlich schnell machen möchte. Und werde jetzt einfach mal so einen improvisierten Kuchen backen. Ich habe Tiefkühlblaubeeren und hier so Schokodrops und dann werde ich einfach einen stinknormalen veganen Biskuit machen und den damit Blaubeeren Schokodrops pimpen. Und ich dachte, dabei nehme ich euch einfach mit. Ist vorbei, aber ich dachte, bevor dieses Video hier endet, machen wir noch einen kleinen Produkttest zusammen, denn ich habe im Supermarkt diese, ich habe es jetzt leider schon zerrissen, diese Skiköfte, sorry für die wahrscheinlich falsche Aussprache, gefunden und die sind vegan. Das ist einmal mit Granatapfelsoße und einmal mit Tomatenmark-Granatapfelsoße und ich dachte, wir probieren das jetzt mal zusammen. Das einzige Problem ist, dass ich natürlich jetzt absolut gar keinen Vergleich habe, wie wirklich original Skiköfte selbst gemacht schmecken. Also ich glaube, die Soße finde ich schon mal ziemlich geil. Die hier mit Tomatenmark. Auch so gut. Wahrscheinlich ist es im Original selbst gemacht und so wahrscheinlich noch tausendmal leckerer. Aber wenn es noch tausendmal leckerer ist als das, dann ist es wirklich bombastisch. Bisschen wenig Soße für ein bisschen viel Skiköfte, aber safe. Also es schmeckt wirklich super, super lecker. I like. Genau, aber ich hatte wirklich ein sehr, sehr schönes Osterwochenende. Konnte wirklich gut abschalten und runterfahren und wieder viele andere Dinge. Und es wird jetzt echt nochmal ein bisschen stressig die nächsten Monate. Aber ich versuche euch, so gut es geht, mitzunehmen und genau, deswegen würde ich sagen, das war's mit diesem Video. Lasst gerne ein Like da und ein Abo und kommentiert auch gerne. Und genau, dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!